Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute packen wir die Beats Solo Pro aus. Das sind die neuesten Beats-Kopfhörer in der Beats-Familie. Und ich würde sagen, wir starten direkt nach dem Intro. Viel Spaß! So, hier liegen sie auch schon vor uns, die Beats Solo Pro mit Active Noise Cancelling in der Farbe Light Blue. Vor kurzem haben wir hier auf dem Kanal auch schon die Beats Studio 3 Wireless ausgepackt. Wer das Video noch nicht gesehen hat, gerne hier oben rechts in der Infocard mal abchecken. Und demnächst kommt auch ein Kopfhörervergleich, und zwar die Beats Studio 3 Wireless gegen die Solo Pro. Und wenn sie rechtzeitig ankommen, auch noch die AirPods Max. So, jetzt tun wir die Beats Studio 3 mal beiseite und kümmern uns um die Solo Pro. Wie schon gerade erwähnt, sind das hier die neuesten Beats-Kopfhörer. Wir haben hier Active Noise Cancelling, wir haben einen Transparent Listening Modus, wie bei den AirPods Pro zum Beispiel. Wir haben bis zu 22 Stunden Batterielaufzeit. Wir haben Fast Fuel, was auch die Studio 3 Wireless haben, also in 10 Minuten Laden kann man 3 Stunden Musik hören. Wir haben auch On-Ear Controls, damit wir, während wir die Kopfhörer aufhaben, auch Play-Pause, Anrufe annehmen, lauter, leiser und so weiter machen können. Und wir haben ein integriertes Mikrofon zum Telefonieren. Ihr seht hier oben auch Pharrell Williams. Ich glaube, die Farbe bzw. dass sie matt sind, da hat er irgendwie mitgewirkt. Hinten drauf finden wir nochmal Made for Apple TV, iPhone und iPad. Hier auf der Seite haben wir nochmal einen kleinen Text von Pharrell Williams mit der Unterschrift. Und vorne drauf, wie gerade schon gesehen, die Kopfhörer abgebildet. So, dann packen wir mal die aus dem Plastik raus. Die kann man hier so nach oben sliden und auspacken. So, hier haben wir das Beats-Logo nochmal eingestanzt. Und dann öffnen wir das nach oben und so zur Seite und das nach unten. Also ziemlich coole Unbox-Experience. Ich hole nochmal kurz die Beats Studio 3 dazu. Hier nochmal die Beats Studio 3, wie auch im Unboxing, was ihr euch hier oben rechts gerne mal angucken könnt. Dort ist auch ein kleiner Test schon dabei. Ich packe die hier mal schnell aus, damit wir sehen, wie die ausgepackt aussehen. Auch hier müssen wir was hochsliden und haben dann hier das goldene Beats Logo. Das finde ich sieht mega cool aus. Und hier müssen wir das nach oben wegziehen. Und dann haben wir hier Change the way you hear sound. Und hier drin haben wir dann die Beats Studio 3 Wireless und so kommen die Beats Solo Pro. Bei den Beats Solo Pro sind hier vorne die Accessoires drin. Das ist ein Lightning-Kabel, denn die werden mit Lightning geladen. Hier mal ein schwarzes Lightning-Kabel. Ich weiß gar nicht, ob Apple sowas eigentlich verkauft. Hier ein Karabinerhaken, um dieses Case irgendwo dran zu hängen. Und hier haben wir wahrscheinlich noch ein Booklet oder so ähnlich. Genau, hier ist so ein bisschen Quick-Start-Guide-mäßig, wie man die anschaltet, wie man die verbindet und wie die Tasten belegt sind. Des Weiteren haben wir hier noch zwei Beats-Sticker und ja, noch mehr zu lesen. Bei den Studio 3 Wireless muss man erstmal dieses Case hochnehmen, wo die drinnen sind. Und dann ist hier eine weitere Lasche. Wenn man an der Lasche zieht, öffnet sich hier eine weitere Verpackungsebene. Und hier unten drin befindet sich dann einmal das Klinkenkabel mit dem Beats-Logo hier hinten drauf. Außerdem haben wir hier unten drin auch wieder Booklet und einen riesengroßen Beats-Aufkleber. Außerdem ein Ladekabel mit Fast Fuel, aber hier leider ein USB-Ladekabel und kein Lightning-Ladekabel. Und auch wieder ein Beats-Karabinerhaken. Wir machen jetzt weiter mit dem Beats Solo Pro und da sieht man auch direkt hier schon den Unterschied. Das hier ist so ja, eine Filztasche, also wahrscheinlich irgendwie umweltfreundlicher. Denn hier bei den Studio 3 Wireless haben wir eine Lederhülle, eine Ledercase. Fühlt sich auf jeden Fall hochwertiger und stabiler an als diese Filztasche. Und ein Unterschied ist mir noch aufgefallen, bei den roten oder schwarz-roten Beats Studio 3 Wireless haben wir ja auch so eine Tasche aus Stoff mit 10 Years, weil das halt die Farbe ist, wie es auch schon vor 10 Jahren rausgekommen ist oder halt inzwischen schon vor 12 Jahren. Und bei den goldenen Beats Studio 3 Wireless haben wir hier eine Lederoptik. So, wenn man den Reißverschluss hier öffnet, dann müssten hier drin auch jetzt die Beats Kopfhörer drin sein. Jawohl, hier haben wir sie. Hier steht auch schon Fold to Power On oder Off. Das mache ich mal ab. Und jetzt müssten sie sich auch schon angeschaltet haben. Hier drin sehen wir links und rechts. Das sind die Ohrmuscheln. Die sind auf jeden Fall kleiner, weil das sind On-Ear-Kopfhörer und nicht Over-Ear-Kopfhörer wie die Studio 3.
Außerdem können wir hier drauf klicken und lauter und leiser machen. Außerdem habt ihr gerade schon den Klappmechanismus gesehen, der geht so. Da kann man dann die mit an- und ausschalten. So, ich habe die Beats Solo Pro jetzt gerade fertig geladen und auch schon ein bisschen gehört. Ich werde euch auch gleich nochmal meinen ersten Eindruck davon mitteilen. Aber erstmal möchte ich noch ein bisschen Werbung machen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, denn es kommt demnächst ein Video, ein Vergleichsvideo zwischen dem Beats Solo Pro, dem Beats Studio 3 Wireless und auch den Apple AirPods Max. Die sind ganz neu heute rausgekommen und sie kommen bei mir kurz vor Weihnachten noch an. Ich hoffe, dass ich dann die hier in das Vergleichsvideo noch mit reinschneiden kann. Und da bin ich mal einfach gespannt, denn die haben ja ein ähnliches Preissegment, ungefähr 190 Euro im Angebot. Und die Apple AirPods Max kosten einfach mal 600 Euro. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir mal, wie man die jetzt verbindet, beziehungsweise ich zeige es euch. Hier haben wir ein iPhone. Die klappen wir einfach nur neben dem iPhone auf. Und dann müsste hier eigentlich auch schon genau ein Prompt kommen. Hier steht Solo Pro. Hier unten seht ihr den Akkustand, das ist wie bei den AirPods hier animiert. Dann kann man sie sich einfach aufsetzen und hier ist auch der Verstellmechanismus. Das heißt, man zieht jetzt hier dran und hier verstellt es sich. Gefällt mir nicht ganz so gut wie bei den Studio 3 Wireless. Und ihr seht auch schon, dass die Ohrmuschel viel, viel kleiner ist. Ich setze die jetzt mal auf. So, ich höre jetzt gerade Musik. Ich bin gerade im Active Noise Cancelling Modus. Das heißt, ich höre mich gerade selber nicht. Das ist ganz komisch. Ich mache es jetzt mal aus und schon höre ich mich etwas besser. Und es gibt den Transparent-Modus, da höre ich jetzt die Umgebungsgeräusche fast, als hätte ich keine Kopfhörer auf. Diese Modi kennen wir von den AirPods Pro, die sind wirklich der Hammer, also wer das noch nicht ausprobiert hat, unbedingt mal austesten. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, seid gespannt fürs Review. Erster Eindruck ist, das Active Noise Cancelling ist ja wirklich vom Feinsten, also wie bei den AirPods Pro eigentlich. Das heißt, man kann sich eigentlich entscheiden, ob man jetzt diese Kopfhörer nutzen möchte für denselben Preis wie AirPods Pro und hat eigentlich auch dieselben Features mit. Klar, diese sind ein bisschen klobiger und irgendwie auch in einer anderen Farbe, sehen etwas anders aus, aber das sind halt Over-Ear-Kopfhörer bzw. On-Ear-Kopfhörer und das andere sind halt Earbuds. So, was ist jetzt mein Vorab-Fazit vor dem Review? Ich würde sagen, die klingen erstmal ziemlich gut. Die Features sind auch sehr überzeugend mit Transparent und Geräuschunterdrückung. Die Modis sind fast wie bei den AirPods Pro, also wirklich sehr, sehr gut. Ja, seid gespannt auf das Review. So, hier seht ihr die drei Beats-Kopfhörer nochmal, die Studio 3 Wireless außen, die Solo Pro in der Mitte. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche ihr optisch am schönsten findet. Mir persönlich gefallen, glaube ich, die Beats Studio 3 in Rot-Schwarz am besten, weil die haben irgendwie so einen Vibe von damals. Ist ja auch die 10 Years Collection von den ersten Beats Studio. Aber lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, welche ihr am schönsten findet. So, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, kommentiert, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst, wie zum Beispiel das Review zu diesen drei Kopfhörern bzw. das Vergleichsvideo auch mit den AirPods Max für 600 Euro. Auch das Unboxing sollte demnächst hier online kommen, also seid auf jeden Fall Abonnent vom Kanal und folgt mir gerne auf Instagram, dort habt ihr immer Insider-Einblicke, was demnächst online kommt und hier auch aus dem Studio. Das war's, bis zum nächsten Mal, tschüss. Yo, sexy ladies want war with us. You know they got with us, them now war with us. You know the club, them want flex with us. They get next with us, and they vex with us. Yo.